Du hast ein neues Tattoo, du freust dich, du willst natürlich ein geiles Ergebnis am Ende haben. Und ich erzähle dir heute meine Tipps, um ganz, ganz lange Freude an deinem neuen frischen Tattoo zu haben. Erstens, du bist fertig mit deinem Tattoo. Und jetzt ist die Frage, was hast du von deinem Tätowierer bekommen? War es nur die klassische Folie? War es die Second Skin, sprich das Brandwundpflaster? Oder war es eventuell die Wickelunterlage oder vielleicht noch eine ganz andere Lösung? Ich persönlich empfehle dir, dass wenn du eine Folie bekommen hast, damit nach Hause fährst, dir die Hände wischst, die Folie entfernst, dir nochmal am besten die Hände wischst und dann entweder unter die Dusche steigst oder den Arm des Beins, je nach Situation, unter den Wasserhahn hältst, um das Ganze mit pH-neutraler Seife, die kriegst du eigentlich in jedem Drogeriemarkt, auf jeden Fall in der Apotheke, sauber zu waschen, um es danach entweder mit dem entsprechenden Aftercare-Produkt oder der klassischen Bepanthen oder Panthenol Wund- und Heilsalbe einzucremen. Hast du keine normale klassische Frischhaltefolie, sondern die Second Skin, kannst du das Ganze 3 bis 5 Tage am Stück tragen, um das Tattoo darunter zur Ruhe kommen zu lassen. Es kann abheilen, es muss gar nicht gecremt, gewaschen oder irgendwie betütelt werden, sondern maximal am 5. Tag nimmst du die Folie herunter, wäschst das Ganze sauber. Natürlich, wie ich es schon ganz oft gesagt habe, Hände waschen und dann erst das Tattoo waschen. Ist die Folie runter, kannst du ganz normal mit Aftercare-Produkten wie zum Beispiel Tattoo-Med, wir verkaufen die bei uns im Laden oder auch im Onlineshop, oder klassisch Bepanthen, Panthenol, Creme und Pflegen, um den Wundheilprozess in Gang zu bringen. Ganz wichtig, bitte benutze keine Vaseline. Vaseline benutzen wir während des Tätowierens, um die Haut geschmeidig zu halten, um die Poren nicht zu verdrecken oder um uns einfach so ein bisschen geschmeidig auf deiner Haut hin und her bewegen zu können. Ich denke, du kennst das Gefühl vom Wischen oder vom Tätowieren selber. Kratzt ja schon manchmal ein bisschen. Vaseline ist kein Aftercare-Produkt und gehört nicht auf das frische Tattoo danach. Auch in Drogeriemärkten gibt es hin und wieder bestimmte Pflegeprodukte für Tattoos. Wie sagt man? Jedoch musst du da aufpassen, weil manche Pflegemittel enthalten Parfüme. Die sind nicht ganz so toll auf einer frischen Tätowierung. Wurdest du aus dem Studio geschickt mit der klassischen Frischhaltefolie, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir vor dem Entfernen die Hände wäschst, die Folie entfernst, nochmal die Hände wäschst, das Tattoo sauber wäschst und dann mit dem Pflegeprodukt deiner Wahl quasi in die Heilung einsteigst. Wichtig ist es wirklich, mehrmals am Tag in den ersten Tagen immer wieder Hände waschen, Tattoo waschen, dünn eincremen. Woher weißt du nun, wie lange du das Ganze pflegen musst? In den ersten 3 Tagen ist es wichtig, schon 3, 4, 5 Mal pro Tag drauf zu gucken. Spätestens wenn du merkst, dass die Haut spannt, rötlich wird, bitte unbedingt Hände waschen, Tattoo waschen, dünn eincremen. Nach den ersten 3, 4 Tagen merkst du schon, okay, es ist nicht mehr so notwendig, jetzt so häufig hinterher zu sein. Aber auch da bitte nicht den Blick verlieren, sondern auch mindestens 2, 3 Mal täglich. Also eigentlich ganz einfach, morgens, mittags, abends. Tattoo waschen, dünn eincremen und dann hat sich der Schuh. Nach einer Woche merkst du schon, wie die Haut sich regeneriert. Trotzdem bitte dabei bleiben, nicht aufhören zu cremen. Denn auch in diesem Bereich oder zu diesem Zeitpunkt kann sich immer noch die Haut quasi entzünden oder aufreißen und der ganze Heilungsprozess bedarf längerer Zeit. Manchmal kommt es vor, trotz der besten Nachsorge, dass es einfach ein paar Bereiche gibt, wie zum Beispiel die Ellenbeuge, die Kniekehle oder generell Hautbereiche, die ein bisschen mehr beansprucht werden. Da kann es einfach passieren, dass die Haut doch ein bisschen reißt oder dass ein bisschen mehr Schorf entsteht. Ganz, ganz wichtig, hast du solche Bereiche, melde dich bitte nach 4 Wochen wieder bei uns im Laden oder bei deinem Tätowierer deiner Wahl und geh mit ihm ins Gespräch, um eventuelle Fehler nachzubessern. Kinder haben im Tattoo-Studio nichts zu suchen, weder am Kinderwagen noch an der Hand. Nachstichtermine können frühestens und wirklich frühestens erst nach 4 Wochen nachgeholt werden. Ganz, ganz wichtig. Bist du tätowiert oder hast es vor? Schreib es gerne in die Kommentare nach unten und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video oder hier im Autark am Schloss Charlottenburg. Bis zum nächsten Mal. Nee, fuck, ey. Warte mal, ganz kurz, hör mal auf jetzt.